Ja, hallo liebe Pfeifenfreunde, hier auf YouTube. Zur Aufarbeitung und Reinigung von Ebonitenmundstücken sind manche Rituale im Umlauf. Das geht bis zur Verbrennung einer faulen Pipo um Mitternacht. Den Gedanken an sich finde ich zwar sehr reizvoll, aber es hilft genauso wenig weiter wie so manch anderer Unsinn, der immer wieder verbreitet wird. Denn das Schlimmste, was ich da bislang gehört habe, ist, dass man die Ebonitenmundstücke mit einer Rasierklinge abschaben soll, um so diese Verfleckungen vom Mundstück herunterzubekommen. Also eine größere Chance, ein eckiges Mundstück oder ein lustiges Riefenmuster von einer verkantelten Rasierklinge ins Mundstück zu bekommen, eine größere Chance gibt es, glaube ich, wirklich nicht. Ich frage mich immer, wer solche Sachen verbreitet. Genau wie die, glaube ich, schlimmste Methode, die ich bislang diesbezüglich gehört und gesehen habe, da wird in einem Forum im Internet empfohlen, das gesamte Ebonitenmundstück in ein Vollbad mit Danchlorix einzulegen. Danchlorix, für die, die es nicht wissen, ist ein hocheffizienter Sanitärreiniger. Die Theorie: Das Chlor in dem Reiniger löst die Flecken auf den Ebonitenmundstücken, da das ja nichts anderes ist als nach außen getretener Schwefel. Und Chlor löst diesen Schwefel. Sollte man demjenigen vielleicht dazu sagen, dass der Schwefel sich nicht nur außen am Mundstück befindet, sondern Schwefel ein Baustein von Ebonitenmundstücken ist. Und so gibt man dann natürlich diesem Chlorreiniger die wunderbare Chance, auch den Schwefel im Mundstück zu lösen, sodass man nach kurzer Zeit, wenn man das mehrfach wiederholt hat, irgendwann ein Ebonitenmundstück hat, was ungefähr die gleiche Stabilität aufweist wie eine Zuckerstange. Also ganz ehrlich, wer solch einen Unsinn im Netz verbreitet, der, na, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, beide Theorien stammen von Pfeifenrauchern. Und somit ist der eindeutige Beweis erbracht, dass Pfeife rauchen und Intelligenz nicht unmittelbar miteinander zu tun haben müssen. Ich möchte also meine Art der Aufarbeitung, der Reinigung eines Ebonitenmundstückes vor der Kamera zeigen. Wir haben nur leider ein Problem. Ich habe dieses Problem. Erstens mal soll ein YouTube-Video möglichst nicht länger als 10 Minuten sein. Und ich brauche für gewöhnlich für die Aufarbeitung eines Ebonitenmundstückes, wenn es gut sein soll, zwischen 30 Minuten und anderthalb Stunden, je nach Verschmutzungsgrad. Ich werde aber versuchen, in kürzester Zeit ein bestmögliches Ergebnis zu präsentieren. Jeder kann sich dann allerdings vorstellen, dass wenn man das zu Hause in Ruhe macht und ganz sorgfältig macht, die Ergebnisse noch besser sein können. Nicht müssen, aber können. Und es kommt ja auch immer auf den Grad der Verschmutzung an. Dass es also bei vielen, vielen Mundstücken sicher länger dauern wird. Das wollte ich nur vorausgeschickt haben. Und dann muss ich noch eins dazu sagen. Ich habe in meiner Kameraaufnahmefunktion keine Art Pausentaste oder so gefunden. Ich habe mich also daher entschlossen, aus diesem Video zwei Teile zu machen. Dieses ist der erste Teil, in dem ich mal wieder nur schwätze und schimpfe. Und allerdings auch unsere Hauptdarsteller für den zweiten Teil vorstelle. Der zweite Teil wird dann auch aus einer etwas anderen Perspektive zu sehen sein, mit dem großen Vorteil, dass ich möglichst wenig im Bild bin. So, jetzt aber zu unseren Hauptdarstellern, die wir im zweiten Teil wiedersehen werden. Und zwar handelt es sich einmal um Bimsmehl in möglichst feiner Art und Weise. Dieses Bimsmehl bekommt man in der Apotheke für, ich sag mal, ein Apfel und ein Ei. Man muss auch nicht unbedingt diese gigantische Größe hier wählen. Es gibt das auch kleiner verpackt. Nur für mich lohnt sich's. Ich brauche halt häufiger was davon. Und Großpackungen sind auch in der Apotheke immer billiger. Als zweites brauchen wir das allseits bekannte und beliebte Paraffinöl. Und da würde ich ruhig die Familienpackung nehmen, denn Paraffinöl ist für den Pfeifenraucher so ein Allheil-, Wunder- und Zaubermittel, was da nicht immer wieder Einsatz findet. Es hält sich sehr lange und wie gesagt, diese Großverpackung ist entsprechend preiswert. Dann, was uns wieder begegnen wird, wie schon im Acryl-Mundstück-Video,
ist die Polier- und Schleifpaste von Presto, was uns im zweiten Teil ebenfalls begegnen wird, ist dies hier, sicherlich vielen bekannt, weil schon seit, ich glaube, Jahrzehnten ein Universalöl, was wirklich eine Menge kann. Ich habe manchmal das Gefühl, das Zeug kann zaubern. Ist auch recht preiswert zu bekommen, das allerdings nicht in der Apotheke. Ich habe es aus dem Netz von einem Waffenhändler, ich bin ja vielfach Waffen damit gereinigt. Man bekommt es aber, glaube ich, auch in gut sortierten Haushaltswarengeschäften. Einfach mal bei Google eingeben. Ist nicht schwer, einen Lieferanten für zu finden. Dann brauchen wir natürlich mehr als ein sauberes Putztuch. Und unseren Hauptdarsteller hole ich mal herbei. Es handelt sich hierbei um das Ebonit-Mundstück einer älteren Chacon Fancy. Das bietet sich für unsere Zwecke an, da es, ich zeige es jetzt mal so, das also über die idealen Flecken und Verfärbungen in der richtigen Mischung verfügt. Hier hinten die Enzymflecken vom Speichel, dann dieser grau-weißliche Belag, den bestimmt viele von Ebonit-Mundstücken kennen. So, und dieses gute Stück will ich gleich versuchen, in der Kürze der Zeit so sauber wie möglich zu bekommen, um euch zu zeigen, dass man Ebonit-Mundstücke auch ohne Einsatz chemischer Bomben oder scharfer Waffen sauber bekommt. Ich mache jetzt schon mal Folgendes. Ich gebe mal in mein vorbereitetes Becherchen ein bisschen von meinem Bimsmehl ein. Ich mache das mit so einem Plastikmesserchen, kann man aber auch mit einem Löffel machen. Nur, ich würde da nicht gerade das gute Silberbesteck nehmen, weil das gibt bestimmt Ärger. Ich darf übrigens heute auch nur hier deswegen arbeiten, weil meine Regierung erlaubt hat, dass ich es zeigen darf, wenn ich nachher alles wieder prima sauber mache. Also wenn mein nächstes Video mit einem blauen Auge ist, dann wisst ihr, wovon das kam. So, in dieses Bimsmehl habe ich jetzt ein bisschen hier reingegeben, in den Becher. Gebe ich jetzt ein paar Tropfen Paraffinöl. Das kommt jetzt aus einem anderen Fläschchen. Ich fülle mir das immer etwas um, weil es einfacher zu handeln ist, als aus der großen Flasche. So, ich gebe jetzt hier etwas Öl hinzu. Nicht zu viel, man kann lieber noch etwas Öl nachgeben. Wir wollen nämlich zusehen, dass aus diesen beiden Ingredienzien jetzt eine pastöse Masse entsteht. Wir nutzen das gleich als Schleifpaste und es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund, warum ich meine Schleifpaste selber mache, weil ich bei dieser Schleifpaste weiß, dass sie nur das abschleift, was sie soll, nämlich die Verschmutzung. Viele Pasten, die man fertig kaufen kann, sind mir einfach in den Schleifkörpern zu grob. Und wenn Ebonit-Mundstücke sehr weich sind, besteht dann die Gefahr, dass man sich Riefen reinzieht. Also ich mache das lieber so und ich würde sagen, in der Zeit, wo ich das jetzt anmische und euch gleich das fertige Ergebnis zeige, könnt ihr, wenn ihr mögt, schon mal zum zweiten Teil wechseln. Da geht es dann zur Sache und da schauen wir, wie weit wir mit dem Ebonit-Mundstück kommen. Bis gleich.